Ja, grüezi miteinander. Ich begrüße Sie hier zum, ich denke, letzten Video, das wir hier zu den Verdauungsorganen machen, zum Video 19. In den letzten beiden Videos haben wir uns mit der Leber befasst. Jetzt gehen wir etwas weiter und schauen uns noch etwas zum Pankreas und der Gallenblase bzw. den extrahepatischen Gallenwegen an. Also das wäre das Kapitel 12.12.2. 12.12.1 war etwas zur Leber. Also das wäre die Gallenblase. Und die extrahepatischen Gallenwege. Gut. Vielleicht mal kurz erst etwas zur Gallenblase. Die heißt ja mit dem Fachbegriff Vesica biliaris oder Fellea. Und ich glaube, da haben Sie in der Obsttechnik schon einiges dazu gehört. Ich glaube, wir können da relativ schnell durchgehen. Also von der Lage wissen wir, sie liegt an der Viszeralseite der Leber. Es ist ca. 8 bis 12 cm. Hier müssen Sie noch etwas Platz lassen. Dann ist es ein Hohlorgan. Fast ca. 30 bis 50 ml. Und lässt sich einteilen eben in das rundliche Ende, was wir vorhin im letzten Video schon mal erwähnt haben. Das wäre dann der Fundus. Dann kommt ein etwas größeres Stück, das ist das Corpus. Und das Corpus, das verengt sich dann so trichterförmig, das ist dann das Infundibulum. Und das Infundibulum geht dann über in die Cervix oder das Collum. Heißt beides Hals. Also alle diese Begriffe haben wir an anderen Organen schon kennengelernt, darum bin ich da jetzt etwas schnell hindurch. Wenn wir das ganz korrekt machen wollen, dann wäre das der Fundus der Gallenblase. Ich schreibe das jetzt mal hier so in Klammern auf, eben, dass wir das wenigstens einmal richtig gemacht haben. Und sinngemäß kommt das dann zu den anderen Abschnitten auch dazu. Jetzt diese drei Anteile da, Fundus, das Corpus und das Infundibulum, die sind also eingebettet im Parenchym der Leber. Im Leberbett sagt man dem. Und das Kolum, das liegt also frei. Das ist frei beweglich. Gut. Also es ist ein Hohlorgan, das heißt dreischichtiger Wandaufbau mit Innenschleimhaut, mit einer Muskelschicht in der Mitte und mit einem äußeren Überzug, Peritoneum und so weiter. Das kennen wir unterdessen. Was wir zur Wandmuskulatur noch aufnotieren können, ist, dass die aus glatten Muskelfasern besteht und von dem her ein kolikfähiges Organ ist. Also diese Fähigkeit oder diese Eigenschaft ist ja dafür verantwortlich, oder wie soll ich sagen, dank dieser Eigenschaft sehen Sie, machen Sie Zystektomien, Cholezystektomien. Gut. Also ich denke, das können wir hier zur Gallenblase sein lassen. Wir gehen weiter und schauen uns etwas zu den extrahepatischen Gallenwegen an.
Also wie es der Name sagt, sind das diese Gänge und so weiter, wo das Sekret der Leber, also die Gallenflüssigkeit, drin fließt. Und dazu haben Sie ein Arbeitsblatt erhalten mit dem Dateinamen Verdauung 39. Und das Arbeitsblatt, das besteht hier aus drei Teilaufgaben und da möchte ich Sie bitten, das doch mal selber zu machen, so weit wie möglich. Sie können ja danach die Stopptaste drücken. Und dann schauen wir es uns nachher an. Gut, also schauen wir mal. Ich denke, da die Teilaufgabe A mit dem Beschriften oder mit dem Identifizieren von Vesica biliaris, Pankreas und Duodenum. Ich hoffe, das hat keine Schwierigkeiten gemacht. Jetzt die extrahepatischen Gallenwege, das sind Prinzip, eben wie gesagt, wie erwähnt, das sind im Prinzip all diese Gänge, wo einerseits mal die Lebergalle und andererseits die Blasengalle drin fließt. Können die mal, ich muss das wahrscheinlich zerschneiden, dass das geht. Ja, so geht es, glaube ich, besser. Wir können das hier mal so anschauen. Also wir haben aus der Leber kommend, haben wir vom linken bzw. rechten Leberlappen haben wir den Ductus hepaticus dexter bzw. den Ductus hepaticus sinister. Und die vereinigen sich dann zum gemeinsamen Lebergang, das wäre der Ductus hepaticus communis, oder? Communis ist das Gemeinsame hier. Und da kommt also die relativ flüssige Lebergalle, die im Prinzip nonstop 24/7 wird, die produziert, die läuft da in die Gallenblase hinein, wird dort eingedickt und so weiter. Und wenn es dann benötigt wird, dann kontrahiert sich die Gallenblase und das muss man sich dann so vorstellen, wie wenn Sie so mit einem Zitronenfläschchen so einen Spritz machen, dann kommt das relativ rassig und mit Schwung geht das dann hier ins Duodenum. Also wir haben den Gang, die Verbindung zur Gallenblase, das ist der Ductus cysticus, das ist also eine Zyste ist ja eine Blase, darum ist das der Ductus cysticus. Und von hier aus, wo es dann Richtung Duodenum geht, das ist der große Gallengang, der Ductus choledochus, also das ist dann hier die Nummer 5. Und ich habe das hier jetzt mal etwas detailliert beschriftet, dass es gibt hier alle Möglichkeiten. Wir haben hier jetzt eine gemeinsame Einmündung vom Pankreasgang, das wäre der Ductus pancreaticus, das ist die Nummer 8, und dem Ductus choledochus. Die können aber auch getrennt einmünden. Und hier haben Sie noch so eine gemeinsame Ampulle, also so eine gemeinsame Erweiterung. Das muss es auch nicht geben, also das kann individuell ganz verschieden sein. Aber damit wir wenigstens mal diesen Namen gehört oder aufgeschrieben haben, diese gemeinsame Erweiterung hier, das ist die Ampulla hepatopancreatica. Tönt furchtbar kompliziert, aber gibt uns einfach einen Hinweis darauf, wer sich an dieser Ampulle beteiligt. Gut. Ja, Sie können, wir haben ja vorhin diese Anteile der Gallenblase aufgeschrieben. Wenn Sie wollen, können Sie das hier noch etwas verzieren. Also wir haben hier den Fundus, ungefähr, ups, das ist gerade das Loch. Ungefähr hier haben wir das Corpus, dann haben wir hier das Infundibulum und dann die Cervix oder das Collum. Ja, das wären noch so diese Abschnitte an der Gallenblase. Gut, hier über das Pankreas, über den Pankreasgang, da kommen dann diese Verdauungsenzyme Richtung Duodenum zur enzymatischen Verdauung.
Und dieser Hauptgang hier, der Ductus pancreaticus, der kann recht groß sein. Und wenn Sie dann irgendwie Eingriffe am Pankreas haben, wo dieser Pankreas, der wird ja dann meist gezwungenermaßen eröffnet, dann kann das hier, der kann sich ein bisschen südern, oder? Und das kann dann unter Umständen zu Wundheilungsstörungen kommen, weil die Verdauungsenzyme, die könnten unter Umständen da so Mikro- oder ein bisschen gröbere Verletzungen in der Umgebung von dem Pankreasgang machen und den muss man dann einfach gut verschliessen. Gut, also. Dann habe ich da noch eine dritte Teilfrage. Zeichnen Sie bitte mit kleinen Pfeilen die Flussrichtung ein. Also Sie haben hier mal aus der, wie gesagt, aus der Leber kommend die Lebergalle und die fließt dann hier dem Ductus hepaticus communis entlang und dann geht es mal in die Gallenblase. Dort wird es deponiert und eingedickt und bei Bedarf entleert sich die Gallenblase und dann fließt es hier wieder zurück. Also der Ductus cysticus ist der einzige dieser extrahepatischen Gallenwege, wo wir an sich also einen Gegenverkehr haben. Dann zieht sich diese Gallenblase zusammen, kontrahiert sich und dann geht es dann hier Richtung Duodenum. Genau. Das wäre das eigentlich noch so gewesen. Also, das wären so diese extrahepatischen Gallenwege. Bitte lernen Sie das gut, das ist wichtig. Okay. Zur Physiologie haben Sie auch noch ein Arbeitsblatt erhalten oder ein Illustrationsblatt. Mit dem wo ist es jetzt? Mit dem Dateinamen Verdauung 35. So, das ist hier Verdauung 35. Da schauen wir uns mal wenigstens hier den oberen Anteil an. Eben da geht es um den Gallensaft, das ist das Sekret der Leber. Eben und pro 24 Stunden werden da ca. 1 bis 1,5 Liter produziert. Und wenn Sie sich jetzt eben vorstellen, dass in der Gallenblase, das haben wir ja gerade vorhin aufgeschrieben, maximal ein halber Dezi Platz hat, dann muss hier praktisch 100%, also dann muss das ziemlich eingedickt werden, oder? Also das wird dann, da wird relativ viel Flüssigkeit rausresorbiert, damit letztlich die Blasengalle entsteht. Die Blasengalle, die ist bitter. Also der Metzger muss dann, wenn er ein Tier schlachtet, der muss wahnsinnig aufpassen damit, also das kann der auch, beziehungsweise der darf nicht eine Gallenblase anschneiden, weil wenn ihm der Gallensaft über das Fleisch läuft, dann ist das Ganze unbrauchbar und muss in die Kadaversammelstelle. Weil das Fleisch wird so bitter, das bringen Sie auch mit Abwaschen nachher nicht mehr weg. Gut, die Inhaltsstoffe, das sind mal die Gallensäuren, die braucht es zur Emulgierung der Fette. Und dann haben wir noch verschiedene ausscheidungspflichtige fettlösliche Substanzen oder Bilirubin aus dem Abbau der roten Blutkörperchen. Da kommen wir später darauf zurück, wie das genau geht. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung zur Emulgierung. Das habe ich hier unten beschrieben, oder? Also Sie mögen sich an diese heftigen Magenbewegungen erinnern. Und dank dieser Magenperistaltik werden die Fette in der Nahrung in kleinste Tröpfchen zerschlagen. Und im Dünndarm geht es dann etwas ruhiger zu und her. Und dann haben diese Fetttröpfchen die Tendenz, wieder zusammen zu fließen. Und wenn die dann aber eine gewisse Größe erreichen würden,
dann könnten die Verdauungsenzyme aus dem Bauchspeichel nicht mehr ansetzen. Also übernimmt das jetzt die Gallensäure oder der Gallensaft und kleidet diese oder ummantelt diese Fetttröpfchen und verhindert so, dass die sich sammeln, dass die zusammenfließen zu einem großen Fetttropfen. Und diese Ummantelung, diese Umkleidung, das ist die sogenannte Emulgierung oder eben die verhindert dieses Zusammenfließen. Und das macht zum Beispiel auch das machen auch Enzyme, zum Beispiel im Waschmittel oder im Geschirrwaschmittel, die verhindern dann, also die machen die Fette fettlöslicher, damit sie überhaupt eine fettige Pfanne oder einen fettigen Teller abwaschen können. Und dann verhindern die eigentlich auch ein Zusammenfließen der Fette in der Kanalisation, weil sonst hätten wir im Prinzip eine Arteriosklerose der Kanalisation, wo dann vielleicht irgendwann mal ein Fettkloß entstehen würde und dann hätten wir eine Embolie in unserem Kanalsystem. Ja, gut. Und dann habe ich Ihnen da noch, das können Sie als Info anschreiben, das ist ein nice to know. Also da geht es hier um den sogenannten enterohepatischen Kreislauf. Einfach mal durchgedacht, was da alles passiert. Am Beispiel der Galle, die wird von der Leber ausgeschieden, kommt ins Duodenum, geht dann im Prinzip, sollte das weitergehen über den Dünndarm, Dickdarm und so weiter. Aber wenn Sie an die Zotten denken, dann werden hier halt geringe Substanzen, geringe Mengen, werden da rückresorbiert in die Leber, wieder ausgeschieden, wieder rückresorbiert und so weiter und so fort. Also das ist der sogenannte enterohepatische Kreislauf. Von Bedeutung wird der bei gewissen Medikamenten. Also wenn Sie jetzt mal sich vorstellen, Sie schlucken ein Medikament, also das wäre eine orale Aufnahme, ist über den Mund, über das Verdauungssystem, dann zerfallen diese Medikamente im Dünndarm und werden dann ganz normal wie irgendwelche Substanzen über die Pfortader resorbiert. An sich mit dem Blutkreislauf, untere Hohlvene und so weiter weiter transportiert an den Ort der erwünschten Wirkung. Aber die Leber merkt ja auch, hier habe ich eine Substanz, die ausgeschieden gehört. Und dann können diese Substanzen dann halt wie der Gallensaft können die auch mit der Galle ausgeschieden werden, kommen dann da in den Dünndarm und so weiter und so fort. Und dann passiert mit diesen Substanzen eigentlich genau das Gleiche. Also die werden dann nicht vollständig über den Dünndarm, Dickdarm ausgeschieden, sondern kommen über diesen enterohepatischen Kreislauf zurück in die Leber. Das heißt jetzt also, ab einem bestimmten Moment habe ich hier eine Menge Medikament, die zirkuliert. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit hier immer schön brav die Dosis schlucke, die mir verordnet wurde, dann kann sich das hier akkumulieren. Das heißt, der Blutspiegel dieses Wirkstoffes kann ansteigen. Also, wir haben dann hier diesen enterohepatischen Kreislauf und wenn wir das immer wieder machen, also diese orale Aufnahme, dann kann das sein, dass es zur Akkumulierung kommt, also zur Anreicherung. Eines zum Beispiel medikamentellen Wirkstoffes.
Und jetzt gibt es einfach Medikamente, die haben eine sogenannte schmale therapeutische Breite. Das heißt, irgendwann sind die ziemlich schnell überdosiert. Und da gibt es eine große Medikamentengruppe, die bei Herzinsuffizienzen eingesetzt werden, die dazu gehören. Und da müssen dann die Patienten relativ eng kontrolliert werden. Also die müssen dann immer wieder Blut abgeben und dann wird der Wirkspiegel im Blut dieser entsprechenden Medikamente wird kontrolliert. Und je nachdem, wenn es dann hier zu hoch ist, muss ich da oben bei der oralen Einnahme die Dosis etwas reduzieren, damit ich aus einer möglichen Überdosierung oder aus der Gefahr einer Überdosierung rauskomme. Ja, gut. Also das wäre einfach noch so ein Hinweis gewesen, ja, was da halt so alles passieren kann. Gut. Ja, wenn wir uns da noch einige Bilder im Netz dazu anschauen wollen, dann haben Sie hier auf der Seite 287 haben Sie, ich muss das mal etwas rutschen, haben Sie hier eben eine Darstellung der extrahepatischen Gallenwege, so ähnlich wie wir das auf unserem Arbeitsblatt gehabt haben. Hier oben, das da, da sehen Sie eben die Gallenblase mit Fundus Corpus Infundibulum Cervix. Hier haben Sie den Ductus Cysticus, hier haben Sie den rechten und linken Gallengang. Sie können das hier streichen. Also hier steht Ramus dexter et sinister. Nein, Moment, jetzt bin ich falsch. Entschuldigung, das bezieht sich ja auf das Blut. Nein, ist okay. Sie können es streichen und Arteria hepatica sinistra et dextra dazu schreiben. Ich bin jetzt etwas zu schnell gewesen. Das kommt erst im nächsten Semester. Aber ich möchte das Video jetzt nicht unterbrechen und so weiter. Wenn Sie wollen, können Sie das korrigieren. Sie können es aber auch sein lassen und dann machen wir es erst im nächsten Semester. Ich habe eigentlich das hier gemeint auf dieser Seite. Aber Sie wissen es, wir haben es ja jetzt wirklich gehabt, oder? Ramus hepaticus dexter und sinister, communis cysticus und hier haben wir den choledochus. Was vielleicht noch schöner ist, anzuschauen, das wäre hier diese Seite 293. Das sieht fast gleich aus, aber das ist eigentlich eine gute Darstellung, wie dieser Ductus choledochus verläuft. Der kommt nämlich schräg von hinten her. Der kommt also eigentlich schräg von hinten her durch den Pankreaskopf durch in das Duodenum. Und auf dieser Seite 293 haben wir jetzt zwei Ansichten, die sehen fast gleich aus. Ich kann das jetzt wegen der Optik nicht gemeinsam zeigen. Aber was wir hier haben wir bei der oberen Abbildung haben wir eine ganz normale Ansicht von ventral von vorne. Was hier gemacht wurde, ist das Duodenum mobilisiert und nach links gezogen. Also wir haben eine Linksmobilisation des Duodenums. Und dann schauen Sie hier eigentlich auf die Rückseite des Caput, also des Pankreaskopfes drauf. Und da sehen Sie, wie dieser Ductus choledochus so schräg durchmündet und ungefähr hier dann auf der Papilla fateri einmündet. Und auf der unteren Abbildung haben wir jetzt tatsächlich eine Ansicht von dorsal, eine Ansicht von hinten. Also hier wäre das dann auch noch einmal schräg durch den Pankreaskopf hindurch. Hier. Gut, also das wäre
das zu den extrahepatischen Gallenwegen gewesen. Jetzt kommen wir zum letzten. Das wäre etwas über die Bauchspeicheldrüse. Das wäre das, das ist das Kapitel 12.13. Ist also die Bauchspeicheldrüse und auch da wissen Sie, die heißt mit dem Fachausdruck Pankreas. Das ist jetzt mal griechisch und nicht lateinisch. Pankreas heißt wie gekochtes Fleisch. Oder Anatomie wurde schon, ich habe es erwähnt gehabt, an den an Schlachtkörpern, an Opfertieren und so gemacht. Und da hat man dann auch gesehen, ah, da gibt es das Pankreas, gibt es bei allen Tieren. Da gibt es ein Organ, das sieht aus wie gekochtes Fleisch. Und wenn Sie schon einmal gut gekochtes Fleisch gesehen, gegessen, gerochen, angeschaut haben, dann sieht das ja so faserig aus, dass das zerfällt dann fast. Und diese läppchenartige, diese faserartige Struktur, so sieht das Pankreas aus. Und die alten Anatomen, die haben nicht gewusst, wozu das Pankreas dient und was das ist, oder? Sie haben es einfach mal beschrieben und haben es dann wie gekochtes Fleisch genannt. Übrigens, der Herr Vater, der Professor Vater von der Papilla Fateri, der hat im 17. Jahrhundert hat der gelebt und dann durfte man so langsam Sektionen machen. Also so, was habe ich gesagt, im 17. Jahrhundert, ja das stimmt, im 17. Jahrhundert. Ganz langsam, ganz zaghaft, ganz wenig haben die Sektionen angefangen, als Europa im 14. Jahrhundert von einer schlimmen Seuche, dem sogenannten Schwarzen Tod, überrollt wurde. Das war die Pest, also man vermutet, dass das war die Beulenpest. Also die Pest kommt in zwei Formen vor, als Beulenpest. Da sind die Lymphknoten entzündet und werden zu schwarz, drum der Schwarze Tod oder die Beulenpest. Da haben sie dann so schwarze, große Schwellungen subkutan. Das ist die eine Form. Und die zweite Form ist die Lungenpest. Da werden dann die Pestbakterien, die Yersinia pestis, wird über Husten, aerogen verteilt. Und im Zeitalter von Corona wissen Sie ja, wie schnell das geht und so weiter und so fort. Jedenfalls dieser schwarze Tod hat dann das Mittelalter beendet. Der hat ca. 2 bis 3 Jahre in Europa gewütet, hat die europäische Bevölkerung um etwa 60% dezimiert. Da sind ganze Industrien zusammengeklappt, weil da niemand mehr da war, wo gearbeitet hat. Ganze Felder sind brachgelegen, wurden nicht mehr bepflanzt, beackert und so weiter. Und dann hat der Papst erlaubt, also man war schlicht und einfach verzweifelt, man wusste nicht, was das ist. Und dann hat der Papst erlaubt, das zur Abklärung, zur Forschung, was ist das, dieser schwarze Tod, hat die ersten Sektionen erlaubt. Die wurden dann in Paris wurden die gemacht. Und so ganz langsam, ganz zaghaft hat sich das verbreitet. Man musste natürlich auch zuerst Leichen haben, damit man das machen konnte. Und dieser Professor Vater war dann einer, der hat relativ gute Connections gehabt zu den Gefängnissen. Der hat dann Leichen gekauft von zu Tode Verurteilten, hat diese ziert und hat relativ gute Anatomie gemacht, erstens. Und zweitens hat der auch
ein Buch für Hebammen geschrieben, ja, damit die ein Wissen hatten, also der hat sich auch um die Hebammen gekümmert. Da durften dann auch die Hebammen schauen kommen, wie sieht es im Innern einer Frau aus, was heißt das, wenn ein Kind schräg liegt und so weiter und so fort. Also das, der war schon fast fortschrittlich für seine Zeit. Ja gut, gehen wir hier zurück zu unserem Pankreas. Also die Lage und die Makroskopie können wir hier zusammenfassend aufschreiben. Also die Bauchspeicheldrüse, die liegt an der dorsalen Bauchwand. Ist, wie gesagt, in Läppchen gegliedert. Und wird also in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Nämlich in den Pankreaskopf. Ich kürze das mal hier so ab. Das ist das Caput Pancreatis. Und das wird ja umgeben vom Duodenum, also das Caput liegt in diesem duodenalen C. Und dann haben wir das Mittelstück, das ist der Pankreaskörper, also das Corpus Pancreatis. Und dann haben wir das Endstück, welches gegen die Milz reicht. Das ist der Pankreasschwanz oder die Cauda Pancreatis. Also die geht gegen die Milz. Also reicht recht weit nach links. Gut, und dann haben wir noch diesen Ausführgang, eben diesen Ductus Pancreaticus. Der mündet da auf dieser Papilla Fateri. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gehört. Und bei 20% des Patientengutes haben wir den Ductus Pancreaticus Minor. Der mündet auf der Papilla Duodeni Minor. Sollen wir das auch noch aufschreiben? Ja, okay. Also, bei 20%. Also der mündet da oberhalb dieser Papilla Duodeni Major ein auf einer sehr kleinen Papille. Jetzt von der Physiologie her wissen wir ja, oder haben das auch schon mal erwähnt gehabt, Physiologie, dass es sich beim Pankreas um eine endo- und eine exokrine Drüse handelt. Oder anders gesagt, das Pankreas ist eine Drüse mit einem endo- und einem exokrinen Anteil. Jetzt wissen Sie noch, was das ist, exo- und endokrin. Also wir können hier mal, versuche das mal so ganz grob, ein Pankreas skizzieren. Ja, hier müsste man eine Öffnung lassen für den Pankreasgang. Machen wir da mal so den Gang, wo da dann so verschiedene Drüsen
Körper angehängt sind. Ja, ich drücke mal schnell den Pausenknopf. Also hier wäre so ganz schematisch das Pankreas mit den drei Anteilen Caput, Corpus und Cauda. Und ich habe jetzt hier einfach diese beiden Anteile hineinskizziert. Das ist jetzt aber nicht so, also das wäre der exokrine Anteil, wir schreiben es gerade an, und das hier ist der endokrine Anteil. Es ist jetzt nicht so, dass der exokrine Anteil hauptsächlich hier im Pankreaskopf und der endokrine Anteil hauptsächlich im Pankreasschwanz oder im Körper liegt. Das ist jetzt halt einfach so didaktisch entstanden. Also der endokrine Anteil liegt so im Pankreas innen verteilt, so wie Weinbeere in einem Gugelhopf innen liegen. Oder? Also da mal etwas, da mal etwas, da mal etwas, einfach so. Oder? Das ist jetzt hier einfach sehr viel vergrößert dargestellt. Und wenn Sie noch wissen, was Exo und Endokrin ist, oder? Also Exokrin ist, wir haben den Drüsenkörper und das Sekret wird dann entlang von einem mehr oder weniger langen Gang nach außen geführt. Also das Blaue, was Sie haben, das wäre jetzt das Sekret, das kommt da so. Exo, nach außen. Und jetzt je nachdem, wo diese Drüse liegt und so weiter, kann nach außen heißen, zum Beispiel auf die Haut, wenn Sie an eine Schweißdrüse denken zum Beispiel. Oder hier im Innern des Körpers heißt halt nach außen, in diesem Fall in das Duodenum. Also Exokrin, Sekretion nach außen, hier in diesem Fall ins Duodenum. Eine endokrine Drüse ist eine Drüse, welche ihr Sekret, schnelle Farbe suchen, welche ihr Sekret nach innen abgibt. Und innen heißt jetzt in diesem Fall direkt, also in die Blutgefäße. Hier hat diese endokrinen Anteile oder endokrinen Drüsen überhaupt, das gehört ja zum Merkmal der endokrinen Drüsen, die sind sehr gut durchblutet, die haben keine Ausführgänge mehr, also das Sekret wird dann direkt in die Blutbahn abgegeben. So, also das können wir hier mal noch dazu aufschreiben. Also wir haben hier eine exokrine Funktion. Das ist in dem Moment die Produktion des Bauchspeichels. Das sind ja Verdauungsenzyme und die werden dann ins Duodenum abgegeben. Und wenn Sie wollen, können Sie hier noch als ein Merke aufschreiben, das haben wir aber auch schon an anderer Stelle erwähnt gehabt. Der Bauchspeichel, der ist basisch. Der neutralisiert also den sauren Mageninhalt.
und kann dann die inaktivierten Enzymvorstufen aktivieren. Oder hier im Drüsenkörper des exokrinen Anteils des Pankreas werden inaktive Enzymvorstufen produziert. Und erst wenn die im Duodenum sind, werden sie dann halt gleich, also dann werden sie dann aktiviert und können anfangen zu verdauen. Es darf nicht passieren, also es darf nicht zu einem Reflux, zu einer Rückstauung kommen, oder es darf nicht passieren, dass diese inaktiven Vorstufen bereits im Pankreas aktiv werden, weil sonst kommt es zu einer Selbstverdauung. Also diese inaktiven Enzymvorstufen, die sind also inaktiv und bilden damit einen Schutz vor einer Selbstverdauung. Gut. So bei einem Pankreaskarzinom oder bei einer Alkoholintoxikation, das ist das Gefährliche bei einer Alkoholintoxikation, da können diese inaktiven Proteine abbauen, also da können diese inaktiven Enzyme aktiviert werden und die proteinabbauenden Enzyme, die sind dann halt einfach sehr, sehr aggressiv. Und je nachdem muss dann so eine Alkoholleiche in ein künstliches Koma versetzt werden, damit das möglichst nicht auftritt. Und erhält dann auch hochdosiert Tetracyclin. Tetracyclin ist eigentlich ein Antibiotikum, aber man hat gemerkt, dass das bei so Alkoholintoxikationen halt auch das Pankreas schützt. Aber wenn Sie hochdosiert Tetracyclin verabreichen, dann schädigt das Innenohr und dann kann dann unter Umständen das Gehör geschädigt oder überhaupt weg sein. Als Nebenwirkung vom Tetracyclin, oder? Gut oder nicht gut. Ja, also das wäre mal etwas zu dieser exokrinen Funktion. Dann haben wir die endokrine Funktion. Das wäre also die Produktion von Hormonen. Ich rutsche da mal noch nach oben. Jetzt die beiden wichtigsten, oder sagen wir doch mal, es gibt vier Hormone, welche im Pankreas produziert werden. Mal das Wichtigste ist das Insulin. Und das hat als Funktion, dass es den Blutzuckerspiegel senkt. Also wenn wir zu viel Glucose im Blut haben, dann schüttet das Pankreas Insulin aus und das Insulin eben, das macht dann verschiedene, das erleichtert den Übertritt von Glucose in die Körperzellen und steigert den Umbau von Glucose ins Glykogen, also das Insulin macht alles, dass die Glucose aus dem Blutzuckerspiegel entfernt wird. Dann haben wir einen Antagonisten, also einen Gegenspieler, der auch im Pankreas produziert wird. Das ist das sogenannte Glucagon und das hebt den Blutzuckerspiegel an. Also eben ein Antagonist, ein gegenteiliger Effekt. Und dann haben wir ein drittes Hormon, das sogenannte Somatostatin. Das spielt eine Rolle
in der Peristaltik, das reguliert die Magenmotorik. Und dann haben wir noch ein viertes, das sogenannte Ghrelin. Das ist ein Hormon, welches auch das Verhalten steuert. Es ist mal appetitanregend. Also man geht dann Essen suchen. Das ist das Verhalten, das dann ausgelöst wird. Also man hat Hunger und geht Essen suchen und es ist auch antidepressiv. Gut, also das sind mal die vier Hormone, die da in diesem Pankreas produziert werden. Jetzt diese zwei, das sind die zwei wichtigsten, weil die eine Rolle in der Regulation des Blutzuckerspiegels spielen. Und die werden dann produziert in diesem endokrinen Anteil des Pankreases. Und das sind die sogenannten Langerhanschen Inselzellen. Also das war ein Herr Langerhans, der da diese weinbeerartig verteilten Inseln in den Läppchen des Pankreas entdeckt hat. Und dann sind die mal, eben diese inselförmig verteilten Zellen sind nach diesem Herrn Langerhans benannt worden. Und später hat man dann entdeckt, dass diese Inselzellen Hormone produzieren. Und deshalb haben wir hier den Namen Insulin. Also das Insulin und das Glucagon, die werden in den Langerhanschen Inselzellen produziert. Also wenn Sie wollen, können Sie das Insel zählen. Und die regulieren dann den Kohlenhydratstoffwechsel. Und wenn diese Insulinausschüttung gestört oder erkrankt ist, dann kommt es zu einer Erkrankung des Kohlenhydratstoffwechsels und das ist dann der Diabetes. Und jetzt haben wir leider das Pech, dass das Insulin das einzige Hormon in unserem Körper ist, welches fähig ist, den Blutzuckerspiegel zu senken. Den Blutzuckerspiegel anzuheben, da haben wir noch eine Unterstützung von verschiedenen anderen Hormonen, zum Beispiel den Stresshormonen und so weiter, oder Cortison und so weiter. Das heißt, wenn das Pankreas ausfällt, können andere Hormone einspringen zur Anhebung des Blutzuckerspiegels. Der Körper muss sich etwas an diese neue Situation gewöhnen, aber das geht. Aber schlimmer wird es halt einfach, wenn das Pankreas ausfällt, dann fällt dann halt auch das Insulin aus und dann kann der Blutzuckerspiegel nicht mehr gesenkt werden. Also das ist ein bisschen das Fatale. Der Körper hat ja sehr viele Bypass- und Umgehungsmöglichkeiten und, aber ausgerechnet hier ist er irgendwie in eine Sackgasse gelandet.
Also, Insulin ist das einzige Hormon zur Blutzuckersenkung. Wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen kein oder zu wenig Insulin gibt, weil das Pankreas entfernt werden musste, weil wir ein Karzinom haben, weil es entzündet ist, weil, da ist jetzt halt einfach Pech, weil sie von Natur aus zu wenig langerhansische Inselzellen haben, das ist einfach ein bisschen gemein, das ist genetisch vorgeschrieben. Es gibt Leute, die haben 500.000 Inselzellen, es gibt andere, die hat der Nachbar nebendran, hat 2 Millionen. Und Inselzellen, die können nicht ewig arbeiten, die sind irgendwann erschöpft. Und wenn die halt erschöpft sind, dann sind diejenigen mit 500.000 Inselzellen eher erschöpft als diejenigen, die 2 Millionen haben. Und wenn die Inselzellen nicht mehr funktionieren, dann gibt es kein Insulin mehr. Und dann kommen sie, dann rutscht Mann, Frau in einen Diabetes. Da gibt es dann verschiedene Typen. Typ 1 ist ein Diabetes, der früh und schnell auftritt, weil der Körper da die insulinproduzierenden Zellen plötzlich als fremd definiert und die zu eliminieren versucht. Das ist eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Das fängt zum Beispiel im Kindergarten an, also das kann relativ früh anfangen. Und Typ 2 Diabetes, das ist der Diabetestyp, der weltweit eben die eigentliche Pandemie ist. Die Zunahme des Typ 2 Diabetes mit allen Nebenwirkungen und Folgen. Ja. Gut, lassen wir das hier. Ja, ich würde gern noch über den Diabetes etwas reden, aber ich habe Ihnen hier noch ein, einfach zur Repetition, zur Topografie des Oberbauches, dieses Blatt zukommen lassen, Verdauung 38. Versuchen Sie doch, das noch zu machen. Ganz zum Schluss können die Stopptaste drücken und dann sind wir nämlich fertig mit den Verdauungsorganen. Gut, ich habe das hier zerschnitten, damit es möglich ist, das zu korrigieren. Ich habe hier bemerkt, dass halt auch bei mir schon langsam einige Ermüdungserscheinungen auftreten. Aber ich denke, wir können damit leben, damit, weil die Klammer hier mal an einem anderen Ort steht. Also A und B sind die rechte Niere bzw. die rechte Nebenniere, also die Rhen-Dexter bzw. die Glandula suprarenalis dexter. Ich habe da aus Platzgründen nicht alles aufgeschrieben. Glandula ist ja die Drüse und suprarenalis heißt oberhalb der Niere liegend. Das entsprechende haben wir dann hier auf der linken Seite, das wäre dann D und E. Also die Rhen sinister bzw. die linke Niere und die linke Nebenniere, die Glandula suprarenalis sinister. Nachher haben wir C ist das Duodenum, das kennen Sie hier. Und F, das ganz, ganz nach links liegende Organ, ist die Milz, die heißt mit dem Fachausdruck Spleen oder Lien. Gut. Bei den Leitungsbahnen, da hat es einige Kopierverluste gegeben. Da müssten Sie vielleicht des besseren Verständnisses wegen einige Linien noch etwas deutlicher machen. Ja.
Also fangen wir mal an. Also hier, das sollte eigentlich dunkelblau sein. Hier beide Male, das ist die untere Hohlvene, die Vena cava inferior. Nummer 2 ist die Aorta abdominalis. Und Nummer 3 wäre dann der erste große Abgang aus dieser Aorta, der Truncus coeliacus. Dann haben wir etwas weiter distal, kommt dann die, die Arteria mesenterica superior weg und die hängt sich ja so über das Duodenum drüber und die wird begleitet von ihrer gleichnamigen Vene. Also, Arteria mesenterica superior, Vena mesenterica superior, das ist hier die Nummer 4. Nummer 5 ist die Vena mesenterica inferior. Das hier noch so aufschreiben. Und das da hier ist jetzt ein ganz, ganz großer Spezialfall, also die Arteria mesenterica inferior, die kommt erst viel weiter unten, geht die so schräg nach links weg. Also hier verlaufen die Arterie und die Vene überhaupt nicht parallel miteinander, wie wir das bei der Superioren haben. Also die ist nicht parallel zu ihrer gleichnamigen Vene, diese Mesenterica inferior. Gut, und dann haben wir hier die Milzvene, das ist dann dementsprechend die Vena splenica, oder Spleen ist die Milz, Vena splenica, und die vereinigt sich dann mit der Vena mesenterica superior und dann gibt es hier die Pfortader. Also das hätte eigentlich violett sein sollen. Nummer 7 ist die Vena porta, Hepatis, die Pfortader. Das sind so Druck- und Kopierverluste, die leider entstanden sind. Und dann kommt die Nummer... Aha, okay, 8 und 9. Wo ist jetzt das... 8 ist der Ductus Choledochus und 9 ist der Pankreasgang hier so schwach erkennbar. Die münden da ja gemeinsam ein. Und dann haben wir 10, hier haben wir noch diesen Ductus Pancreaticus Accessorius, der separat in das Duodenum einmündet. Gut, also das wäre noch so eine Repetitionssache zur Topografie des Oberbauches gewesen. Dann haben Sie in den Unterlagen das Arbeitsblatt Verdauungsdrüsen, Dateiname, das so halten. Das können Sie machen und mir zur Korrektur einschicken, wenn Sie wollen. Und sonst kann ich Ihnen nur gratulieren. Und mir selber auch, dass wir das durchgestanden haben. Wir sind nämlich fertig mit den Verdauungsorganen.